Die Hamburg Panthers schreiben Fußballgeschichte. Seit 2 Jahren existieren sie und das 2. Mal in Folge holen sie die deutsche Fußballmeisterschaft. Ruhig. Erstmal Jungs, herzlichen Glückwunsch. Aber eine Frage. Eine Frage muss natürlich gestellt werden. Und Olusoy, wie viel zahlst du die Mannschaftskasse für die rote Karte? Jungs, so viel ihr wollt, 500 Euro von mir in die Mannschaftskasse. Imad Mokadem, die Frage muss gestellt werden. Wenn man 2 Mal in Folge deutscher Fußballmeister wird, ist man auch der Favorit beim UEFA Cup. Würde ich nicht unbedingt sagen, weil Deutschland ein bisschen hinterhängt, was Futsal betrifft. Sascha Della Quester, dein Einsatz im Halbfinale wurde verboten. Jetzt dürftest du spielen. Ein kleiner Dank vielleicht an den Trainer. Auf jeden Fall danke, Trainer. Bist geil. Und die Mannschaft will noch mal was sagen. Lass doch den guten Jungen mal ausregen. Sascha Della Quester, wie fühlst du dich, dass du heute im Finale dabei sein dürftest? Auf jeden Fall geile Geste und wir haben einfach die geilste Mannschaft. Und keine Ahnung, Eddie hat heute ein Tor gemacht, das heißt, er gibt auch nochmal einen aus, weil das macht er einmal in seinem Leben und nie wieder. Trotzdem, mit dem 10-Meter-Schießen musst du nochmal üben. Ja, auf jeden Fall. Also normal mache ich die blind rein, aber keine Ahnung. Michi Meier, heute war Geburtstag, Weihnachten und Silvester zusammen. 2 Treffer. Was? Heute war Silvester, Geburtstag, alles zusammen für dich. Auf jeden Fall. Was kannst du zu dem Spielverlauf sagen? Ja, ich fand, ist gut für uns gelaufen am Ende auf jeden Fall. War knapp. Jungs, kriegt nie meinen Kopf. Noch eine Ansage kurz hier. Das Ding ist, 2 Minuten vor Schluss lagen wir hinten. Da habe ich gesehen, Eddie kommt rein. Da habe ich gedacht, jetzt ist vorbei, jetzt verlieren wir. Ja, da habt ihr gesehen. Auf einmal, der intuitiv. Della spielt den Ball zu mir, ich zu hier, Meier, Digga. Und dann macht die rein, Digga. Da war alles aus, Digga. Eine Frage ganz hoch. Eine Frage müssen wir noch klären. Eddie, du hast den dicksten Arsch der Mannschaft. Wie spielst du Fußball? Hast du doch gesehen, oder nicht, was ich mit dem Arsch mache? Der alles entscheidende Treffer. Meier. Nein. Der alles entscheidende Treffer. Sag du es. Ich frage euch, wer hat den alles entscheidenden Treffer gemacht? Ganz ehrlich, für mich heute, geile Mannschaftsleistung, aber ein riesen Kompliment heute an Sabor, auf jeden Fall, und Michi Meier. Und Eddie, wo warst du heute um 19 Uhr, ja? Trotzdem, wenn du den Kapitän ansprichst, wollen wir nachfragen, was hast du gedacht, als die rote Karte vor Olusoy kam? Da wart ihr ja zwischenzeitlich mal kurz am Schwimmen. Also ich habe mich erstmal gefreut, dass erstmal eine Kiste von ihm kommen wird. Das habe ich mir sofort in dem Moment gedacht. Und dann habe ich gedacht, wir überlegen uns noch eine Strafe für ihn. Und das werden wir innerhalb der Mannschaft intern nochmal besprechen. Und nur auf dich kommt noch was zu. Du wirst auch dein blaues Wunder erleben. Und wir hatten wirklich Angst und Bange in dem Moment natürlich. Ja, 3 Mann gegen 5, wenn sie noch Flying Keeper machen. Aber wir haben es trotzdem nochmal umgedreht, das Ding. Und dann noch... Schade, gut. Wenn du gerade von der Strafe sprichst, müssen wir natürlich auch zu jemandem mal gehen, der heute nicht dabei sein dürfte. Wie groß tut das weh, wenn du die Jungs im Finale siehst und du musst draußen zugucken? Das tut sehr weh, aber die haben das gut gemacht, die haben es nochmal spannend gemacht, aber es tat schon sehr weh. Ich war ziemlich aufgeregt. Wirst du nochmal das Gespräch suchen, dass du vielleicht in Zukunft dann auch wieder dabei sein darfst bei den wichtigen Spielen, wenn es eine doppelte Belastung gibt? Auf jeden Fall suche ich nochmal das Gespräch und werde dir auch fragen, ob das geht, dass ich bei den wichtigen Spielen dabei bin, ob das geht. Ich werde auf jeden Fall das Gespräch suchen. Ja, wir wollen natürlich weiter das Gespräch suchen. Rafa Montero, was wird heute Abend noch passieren? Das möchte ich lieber nicht sagen. Das sollst du jetzt aber sagen. Das möchte ich nicht sagen. Wir sind hier unter uns. Einfach mal kurz 3 Wörter. Saufen. Ja, das hat man nicht gesehen, wir wussten nicht. Und Olusoy, du hast richtig Angst gehabt. Du hast mit dem Kopf geschüttelt. Hast du zwischenzeitlich Angst gehabt, dass das Spiel verloren geht? Ja. Oh, man hat geweint. Das war's, ja, hatte ich. Ja. Wir haben gerade übrigens als kurze Info für euch mit dem Nationaltrainer gesprochen. Es gibt ja zurzeit keine Nationalmannschaft, die soll wieder aufgebaut werden. Und liebe Elbkick-TV-Zuschauer, er hat gesagt, er möchte diese Mannschaft aufbauen und einige von euch da einladen. Von daher, bleibt so, wie ihr seid, gebt weiterhin Gas. Ja, er kann ja nicht die ganze Hamburg Panthers Mannschaft zur Nationalmannschaft berufen. Migrationshintergrund, so nichts los, ja. Guck mal, wir sind doch alle Deutsche. Jungs, klick bei Elbkick TV, damit dieser Junge ein Visum bekommt. Hey, warte.
Eddie möchte auch noch was sagen. Ganz kurz. Jungs, heute haben wir mit Della gespielt und wir haben uns das wesentlich schwerer gemacht, oder? Mit 7 war es einfacher. Ja. Was war los, Della? Aber das hat auch damit zu tun, dass, soll er, mal wieder schweren, dass er heute 90 Minuten gespielt hat. Aber ein Lob an Sabor. Er hat heute als Kapitän geglänzt und die Zügel in die Hand genommen. Wirklich. Wenn der Kapitän so gelobt wird, kann er auch vielleicht ein Lob für den Gegner aussprechen. Taktisch standen die schon ganz gut, aber am Anfang euch große Probleme bereitet. Ja, wir wussten auf jeden Fall, dass Münster eine taktisch sehr starke Mannschaft ist. Die haben gute Varianten, Eckvarianten, ein Kick. Also wir wussten, dass wir mit was für einem Gegner wir es zu tun haben, weil wir sie vom letzten Jahr halt kannten. Und ja, die haben uns auch teilweise gut ausgekontert, muss man sagen. Aber letzten Endes entscheidet die Qualität, würde ich sagen. Und Ulusoy, man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Wann meldet ihr eure Mannschaft ab? Die schönsten Momente kommen noch. Wir wollen noch den UEFA Cup gewinnen. Darauf bereiten wir uns jetzt vor und dann hören wir nächste Saison auf. Ja, das ist eine Ansage, Sie wollen den UEFA Cup winnen. Hakan Karadegen. Dein Kapitän hat gerade gesagt, ihr wollt den UEFA Cup gewinnen. Ja. Aber so feiert doch keine Mannschaft, da muss doch mal Stimmung reinkommen. Bringt doch mal ein bisschen Stimmung rein. Also Jungs, kommt mal hier, Stimmung hier! Was ist los hier? Kommt mal mit! Hakan, wir haben gerade mit dem Trainer der Nationalmannschaft gesprochen, die soll jetzt ja aufgebaut werden. Ja. Möglicherweise werden einige von euch eingeladen. Wow, geil. Freut uns, würde uns freuen, ja. Aber sieht man ja, wir haben gute Spieler, ja, wir sind mal Straßenkicker, die haben Bock zu spielen und die wissen, wie sie zu spielen haben. Und ja, würde uns freuen natürlich, ne? Ganz klar. Aber vielleicht kriege ich ja da auch einen Job, ne? Ja, möglicherweise. Wir freuen uns natürlich auch, dass alle Panther sich jetzt gerade in Luft aufgelöst haben. Jetzt stehen wir noch mit dem Cheftrainer hier. Fakt ist, die Hamburg Panthers haben Geschichte geschrieben, zweimal in Folge den Futsal-Titel geholt und jetzt wird nur gefeiert. Hakan, ich bedanke mich bei dir, vielleicht sehen wir uns später noch. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr kommt vorbei noch. Wir werden immer vorbeikommen. Alles klar, wir sind dort nachher. Ciao. Danke, tschüss und bis zum nächsten Mal.